Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty Game Pass Quest Leitfaden. Ich bin der Raiden und wir befinden uns natürlich in einer neuen Woche. Es gibt neue Quests, wieder mit dabei. 250 Reaver-Punkte sind hier am Start und diesmal mit For Honor. For Honor hatten wir erst letztes Jahr, im November, Dezember rum irgendwo da. Da weiß ich noch, dass das bei mir nicht gezählt hat. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Die Quest hat sich aber leider einfach nicht abgeschlossen. Da musste man irgendwas am Speicherstand machen, damit es so wieder geht. Aktuell hoffe ich natürlich, dass es funktioniert, aber bei mir sieht es natürlich auch wieder schlecht aus. Wie ihr hier sehen könnt, ich habe schon probiert, das Ganze zu erledigen. Erfüllen Sie eins der unten stehenden Objectives. Und zwar muss man eigentlich insgesamt nur 3 Kills machen. Klar, einmal entweder eine Exekution oder hier unten muss man 3 Kills in einem Multiplayer-Modus im Spiel erledigen. Ich habe das Ganze schon gemacht, allerdings wird mir der 3. Kill hier einfach nicht berechnet. Ich werde euch aber trotzdem mal zeigen, wie ihr das Ganze abschließen könnt, wie das am einfachsten funktioniert. Und ja, in der Hoffnung, dass es natürlich bei euch funktioniert. Ich werde es natürlich jetzt auch nochmal probieren. Damit ich das euch auch natürlich auch zeigen kann und damit ihr wisst, wie das Ganze hier funktioniert. So, im Hauptmenü angekommen, macht es sich natürlich am besten im Multiplayer-Modus. Und dort gehen wir hier auf Duell und Handgemenge. Wenn ich da mal hinkommen könnte. Da, Duell und Handgemenge, dort gehen wir rein, denn dort können wir ein One-versus-One-Duell ausführen. Das Ganze macht es natürlich leichter, indem ihr jetzt einfach mal nach rechts drückt und dort steht dann da, Spieler versus die KI. Also ich gegen eine KI und das macht es dann natürlich auch etwas einfacher. Vor allem für alle Einsteiger, die For Honor jetzt noch nicht so oft gespielt haben, sich jetzt erstmal reinfinden müssen, für die ist das hier natürlich perfekt. So, ich nehme jetzt mal meine Nobushi wieder und hoffe natürlich, dass sich bei mir die Quest jetzt auch abschließt. Die anderen 2 Kills, die habe ich, beziehungsweise mehrere Kills, habe ich auch schon hier, wird die KI erledigt. Und eigentlich müsste das auch komplett durchgehen. Wichtig ist, dass ihr euch jetzt hier mit LT den Gegner festkrallt und dann hier auf diesen einstochert. Die KI ist natürlich um einiges einfacher als ein menschlicher Gegner, dass ihr da jetzt einfach bloß sinnlos drauf kloppen könnt und Kill für Kill mitnehmen. Runde 2. Wow. Das war jetzt eine Exekution. Ich habe jetzt einen normalen Kill und eine Exekution ausgeführt. Ich werde jetzt mal auf diese Exekution rausgehen. Mal gucken, ob das wenigstens funktioniert.
wenn der mir schon den dritten Kill einfach nicht gut schreiben will. Wichtig ist, dass ihr, wenn der Gegner wenig Leben hat, den letzten Schlag mit RT absolviert. Hat bei mir gerade nicht geklappt. Wie ihr sehen könnt, hat sich bei mir die Quest immer noch nicht abgeschlossen. Ich werde jetzt nochmal zu einem Rückspiel gehen und versuchen, die Exekution hier zu vollführen. Dazu nehme ich mal die Kriegstreiberin. So, das war Exekution Nummer 2. Runde 2. Ja, ich muss aufpassen. So, Exekution Nummer 3. Ich bin gespannt, ob ihr das jetzt bei mir hier abschließt. Weil die Kills zählt er anscheinend nicht mehr mit. Nach 2 hört er auf und macht auch nicht mehr weiter. Runde 3. Wir werden nach der Runde mal gucken, wie der Vorstand hier ist. So, wieder ist nichts aufgeploppt. Ich werde jetzt doch mal schauen, wie sich der Fortschritt hier bei mir bewegt hat. Ob da überhaupt was passiert ist. Nein, immer noch 66%. Also es hat sich nichts bewegt. Es ist super, super komisch. Ich werde jetzt doch mal ein Spiel gegen einen echten Gegner absolvieren und hoffe, dass es funktioniert. Was eigentlich nicht sein kann, weil wenn man schon gegen die KI spielt und es wird ein Fortschritt gewertet, aber sich dann nicht komplett abschließt, beziehungsweise bei 2 stoppt,
Okay. Wir haben einen Gegner gefunden. Ich müsste eigentlich nur einen Kill erledigen. Bei zwei habe ich schon. Wird natürlich jetzt extrem schwer, hier eine Runde zu gewinnen. Wenn der Gegner halbwegs was kann. So, wollen wir mal. Ja, okay. Der macht es mir einfach, das ist gut. Man sieht, der Fortschritt will nicht funktionieren. Ah, jetzt kann er auch nicht weg. Ja, 3-0 für mich. Und leider haben wir immer noch keine Benachrichtigung bekommen. Ich werde jetzt das Spiel mal beenden. Warte mal noch ganz kurz. Ah, will sich nichts tun. Gut, wir beenden das jetzt einfach mal. Gehen mal auf die Quest. Game Pass Quest. Und wie ihr sehen könnt, immer noch kein Fortschritt. Ich hoffe natürlich, ihr habt mehr Glück. Wie schon gesagt, gegen die KI sollte es definitiv funktionieren. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, Glück. Ich habe leider nicht. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Falls ich da jetzt nochmal irgendwas finde, dann werde ich nochmal ein Update dazugeben und schauen, ob das Ganze hier funktioniert hat. Ihr könnt natürlich auch kommentieren in dem Video, ob das bei euch geklappt hat oder ob es auch bei 2 von 3 stehen bleibt. Wäre natürlich sehr, sehr hilfreich auch für mich, um zu schauen, wo ist denn hier der Fehler und natürlich auch für das allgemeine Feedback, ob es denn nun funktioniert hat oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Erfolg, drückt euch die Daumen, haut rein, macht gut, bis zu einem neuen Video dann.